Moin, moin, meine Chibis. Herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von mir zu Splatoon 3. Ja, leider habe ich ein bisschen länger gebraucht. Also ist ein paar Sachen dazwischen gekommen. Wir waren ja hier stehen geblieben, ich glaube, in dem dritten Level. Glaube, ich muss mal erst mal kurz gucken. Was ist das? Ich hoffe einfach mal, dass wir das noch nicht hatten. Oder haben wir doch schon? Keine Angst vor Knalleffekten, erreichtes Ziel. Hatte ich das jetzt schon gehabt oder nicht? Ich sehe gerade leider noch nicht so ganz, wie man erkennen kann. Aber ich. Ah, nee, da vorne geht's weiter. Okay. Entschuldigung dafür. So. Er haut sich mal wieder rein, der Felix. Ah, stimmt. Hey, der Salmi hat etwas gefunden. Lobby-Tummel ab! Ja, ein Spind. Ich habe das noch gar nicht ausprobiert, aber gut, okay. Oh, das war auch so. Huch! Ja, das ist ein Level. 600, da komme ich noch bei weitem nicht ran. Ne, ich komme überall noch nicht ran. Okay, ich würde sagen, ich mache mal meinen. Wo ist denn das? Athena Logs? Nein. Was ich eigentlich suche, ist was anderes. Und zwar, was ich suche, ist hier das hier. Da, Spezialanzeige fühlt sich schneller. Erhöht den Schaden, den dein Salmi einstecken kann. Felix kann sterben? Okay. Hellwaffe auf Resultiv. Das ist dann ganz gut. Komm, ich nehme einfach das. Wie? Ich habe gar keine Anchovies? Warum hab ich denn keinen davon? Hä? Habe ich nicht welche gefunden? Salmi Rückkehr Plus. Salmi geht schneller ins Spiel zurück. Ich weiß, ich habe bisher ihn noch gar nicht verloren. Erhalte Insta-Bomben explodieren, sobald sie Hindernisse auf Gegner treffen. Okay, Insta-Bomben, Curling-Bomben. Spezial für sie schneller. Kann ich das machen? Auch nicht. Ach, das ist hier. Okay, ich sehe schon, das ist miteinander verbunden. Ja, warum habe ich denn bisher so viele Sachen, wenn ich noch gar nichts davon nutzen kann? Ist ja blöde. Nur mal Türen. Zerkleckst die Oktarianer und erreicht das Ziel. Alles klar. Ist so ungewohnt, dass ich noch immer gedrückt halten muss. Nicht einfach so plopp mehr rein. Aber gut, okay, wie oft ist mir schon passiert, dass ich hier aus Versehen in Level reingejumpt bin, weil ich gar nicht rein wollte. Okay. Ja, Empfehlung. Ja, wir kriegen die gerade die ganze Zeit. Ich würde aber auch gerne mal eine andere Waffe ausprobieren. Aber ich bin mit allem nicht so richtig gut. Mit Blaster und Dings auch nicht. Naja, solange erstmal noch die Sachen empfohlen wird, nehme ich die. So, okay. Octarianer ein paar bisschen ärgern, das kann ich. Auch finde ich immer wieder erstaunlich, wie wenig meine Ausrüstung aushält. Was ist das denn? Ach, Ausrüstung. Sah gerade so anders aus. Mann, ich hasse es, wenn sie plötzlich auftauchen. Guck mal, ich spiele noch ein Mensch nur mehr. Ja, ist dir klar. Aber es geht noch. Man kann so ungefähr abwägen. Ah, ich muss noch mal ein bisschen besser lernen, Felix besser zu werfen. Der fliegt hier überall durch die Gegend rum, wo er eigentlich nicht sein soll. Und ich muss mich jetzt wieder dran gewöhnen, dass hier schon wieder. Oh. Achso. Ich dachte gerade, ich habe zwei Power-Ups, aber nee. Oh, jetzt sind Zucker, mach dich bereit. Ja. Wer weiß, ob ich das Ding nicht noch irgendwo gebrauchen kann. Aber cool, dass es mittlerweile so Tore gibt. Letzter Checkpoint. Ich muss wirklich sagen, ich bin ein Freund von Felix. Ich mag die kleine Salmonine.
Geh mal kleiner. Hier, komm. So. Wow, da kommen ja noch mehr. So, einen kleinen Billo-Gegner kriegt Felix ohne Probleme klein. Batsch, batsch. Das war recht easy. Oh, ich habe ein neues Bild. Warum habe ich mein neues Bild? Wo ist mein Felix, der da um die Ecke kommt und hier einfach so Selfie-Bomben macht? Na gut, dann halt nicht. Aber hey, kam bisher ganz gut voran. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt ein Level übersprungen habe oder nicht. Zibi. Oh. Jetzt habe ich aber eine. Anchovium. Damit verbessert deine Helden-Ausrüstung. Ja, die nutze ich doch jetzt gleich mal. Upgrades. Für was bin ich denn zu haben? Ich bin eher dafür speziell als. Soll ich dafür sein? Oder dafür? Also eigentlich habe ich bisher jetzt Felix, glaube ich, noch kein einziges Mal gestorben. Deswegen, ich mache erstmal das hier. Ach, ich... Was? Ich muss es auch noch aktivieren? Ich muss es erst freischalten durch den Kauf und dann muss ich es selber noch aktivieren. Toll. Was nochmal wiederum kostet. Ey, wie nett. Oh, das sind nochmal viele Level auf einmal gerade. Das sind mir aber bestimmt schon fast viel zu viele Level. Eine Goldpalette. Die Musik hier ist jetzt noch etwas cooler klingen. Spitz die Ohren. Hm. Nee, da habe ich da oben, glaube ich, ein Level übersehen. Schau mal einen an. Richtig viel Unterschied höre ich noch nicht. Nee, da habe ich hier echt ein Level übersehen. Schau an. Kann ja mal passieren. Stringer-Einheiten, okay. Setze die Tri-Stringer ein und erreiche das Ziel. Moment, es gibt auch... Verstehe ich das jetzt richtig? Ist das jetzt sozusagen ein Waffen-Challenge? Also jetzt kein richtiges Level, sondern dass du mit einer gewissen Waffe sozusagen durch musst. Man kriegt aber ja viel Gebühr, 20, ja gut. Ach! Moment. Was macht Felix? Der wartet jetzt hier, oder was? Alles klar, Felix, du hältst hier die Stellung. Ja, scheint so. Der hockt da jetzt schön im klimatisierten Raum, ey. Oh, neue Waffe. Mit dem Sprung schießt fliegen die Schosse untereinander dahinter. Alles klar. Ich habe die Waffe zwar schon mal im Splatoon Online-Modus ausprobiert, aber ich habe sie mir besser vorgestellt, als im Trailer zu sehen war, tatsächlich, muss ich gestehen. Also ich finde sie jetzt nicht schlecht, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mir mehr erhofft. Ich dachte, der Explosionsschaden hier wäre ein bisschen mehr. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Und mache ich was falsch? Aber gefühlt wird das mir einzeln anvisiert, ne? Stell mir die Frage nebeneinander oder... Ach so, okay. Ist aber... Ich war auch jetzt ein bisschen komisch tatsächlich, dass ich... Ein Tutorial-Kurs mag ich ja. Aber ich muss ein bisschen sagen, ich finde es komisch, dass so anscheinend auch Crew-Charm machen, wenn ich einzeln schieße. Gut. Zack. Ja gut, okay, so viel mehr ist das gar nicht. Ist sogar schwächer. Macht ja auch irgendwie Sinn. So, sonst noch irgendwas? Nee. Ich halte mir ihn einfach ran. Ich kann mal nicht richtig hoch springen damit, sehe ich gerade. Ich bin langsam unterwegs, bin ich. Gedrückt halte. Okay. Die Musik gefällt mir wirklich ganz cool. Ich bin mal gespannt, wer der erste Boss ist. Einfach nur um zu gucken, was hat sie mit dem pelzigen Octarianer auf sich.
Ist das etwa? Ja, es ist da drüben, das ist ein Sprungfeld. So, ich dachte, das sah jetzt gerade schon verdächtig aus. Letzter Checkpoint. Gut, ich komme gut voran. Habe ich nichts gegen. Zack. Shit, da hat er mich leider mal erwischt. Ich unterschätze hier mal ein bisschen noch den Schaden, den man bekommt. Was zum... Ach, das ist hier der mit dem Motor. Ja, ich glaube, die gab es auch mal in Splatoon 2. War gerade noch kurz irritiert davon. Ah, okay, ich sehe schon, wie ich das machen muss. Aber das ist Timing wichtig. Das ist mal so eine Sache, die ich nicht habe. Mann, ja, jetzt meine ganze Ausrüstung weg. Ah, ich unterschätze das wirklich immer noch zu sehr. Es ist jetzt nicht schwer, aber gefühlt geht deine Ausrüstung einfach hier schneller am Arsch. Aber gut. Ist auch immer schön, die Level sind jetzt hier ein bisschen kürzer. Dann komme ich, glaube ich, relativ schnell voran. Aber ist doch der erste Boss, wird langsam mal Zeit. Aber ich glaube, der ist da ganz hinten. Das scheint ja, die Pipeline geht ja da vorne weiter. So. Ja gut, dann würde ich mal sagen, schaue ich mich nochmal ein bisschen weiter hier oben. Den kann Felix schon mal wegmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt alles schon wegmachen kann, ob ich dafür einfach das sozusagen ausgelegt dafür ist. Hey, da sei mir was gefunden. Ja, wo denn? Ach, da. Gleich gesehen. Dankeschön, mein Kleiner. So, Solo-Alben sind ja schön und gut, aber gemeinsam aufgenommene Alben sind noch lieber. Ach, diese neue Outfits, von denen ich liebe es. Immens weiter. Das ist der Wahnsinn. Oh, 1000. Da brauche ich noch ein bisschen. 200. Kann man so ist, aber gut, schmeißen wir ihn weg. Was weg ist, ist weg, sag. Aber gebracht hat es nichts. Okay, es gibt ja so auch Sachen, die bringen einfach gar nichts. Die sind wirklich einfach nur dafür da, dass es, ich sag mal, ein bisschen besser vorangeht. Aber hier ist was. Chovium, geil. Oh Gott, wie viele Level hier noch sind. Vor allem, haben die überhaupt eine gewisse Nummerierung? Irgendwie nicht, ne? Zu wenig Eier. Was freut er sich denn? Ja, ganz meine Entschuldigung, aber die Spinnendeko juckt mich gar nicht, wirklich nicht. Die sagt mir überhaupt nicht zu. Ja, vielleicht soll ich mich erstmal auf die großen Sachen konzentrieren, bevor ich die kleinen Sachen mache. Das wäre, glaube ich, besser. Was habe ich denn hier? Urknall ohne Umwege. Zerstöre alle Ziele gleichzeitig mit einem einzigen Schuss. What? Warum sind da zweimal die Sniper? Was geht denn hier ab? Wie sind die Level hier aufgebaut? Ich check gar nichts mehr. Aber... Wo sind denn... Ach, das eine ist mit Zielfernrohr, ja gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich bin, wenn ich snipe, war ich tatsächlich immer mehr ein Freund von, ohne... Zielfernrohr. First Try, ja gut. Das nimmt man, das nimmt man wirklich hier, Speedrun. Meine Lieben. So schnell bin ich mal mir durchgerusht. Also, ich will ja nicht angeben. Aber, ja... Vielleicht war es auch nur ein Schuss ins Blaue. Ich kann es dir gleich nochmal beweisen, indem ich einfach gleich noch das andere daher mache. Vielleicht war es gut. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Aber mit Zielfernrohr ist für mich immer noch, ist immer für mich so ein bisschen, na. Ich bin davon einfach nicht so ein Freund. Vor allem ist das immer in Online-Matches auch so. Du hast ja quasi einen Tunnelblick. Also du siehst ja nicht, was um dich rum passiert.
Ich bin zwar nicht gerade der. Wieso ein neuer Rekord? Habe ich nicht eben bei, auch bei 5 Sekunden? Naja, egal. Also, so wie es bisher scheint, Snipen war wohl doch noch irgendwie bei mir halbwegs drin. Also, ja. Ich beschwere mich jetzt mal nicht. So, wie viel kriege ich nochmal? Ja, jetzt kriege ich nur 300. Okay, das erste Mal bringt nur ordentlich was. Goodie. Ja, jetzt komme ich hier gar nicht hoch, ne? Ist ja blöde. Kann ich irgendwie eine Abkürzung schaffen? Felix! Keine Ahnung, vielleicht hier? 900 ist ja schon größer. Ja, komm ich. Oh! Naja, habe ich ja Aioli ein bisschen voll gekleckst. Ja, also. Naja, das sage ich mal nix. Hier auch 900. Wie gesagt, ich weiß gar nicht jetzt, welche Wege, sage ich mal, die richtigen sind und welche jetzt absolut nur Deko-Facetten sind. Da oben vielleicht 800? Der vielleicht? Egal, nochmal gucken hier. Ach. 700, das habe ich leider nicht. Ach. Mein Gott, das war jetzt aber gemein versteckt. Noch eine Schallplatte? Komme ich hier nicht hoch? Doch. Aber leider nicht so, wie ich will. Oh, Moment mal, da ist ja... Ah, mir fällt noch alle zwei Sachen ein, die man machen kann. Kann ich meine Waffe wechseln? Felix, kommst du das Ding ran? Nein, nicht. Also wenn ich keine... Kann ich hier nicht meine Waffe wechseln? Ich bräuchte eigentlich einen Sniper. Ah, und hier gibt es doch eine Übersicht. Ja, moin. Hätten wir sparen können. Ah, wo soll ich das denn auch riechen? Aber ich glaube, für manche Sachen brauche ich wirklich eine andere Waffe. Wie soll ich denn sonst da hochkommen? Die Ballons waren ja viel zu weit oben. Die könnte ich ja niemals so gerade abschießen. Du bist nicht allein, halt die Augen offen. Mund geschossen, falls du jetzt hinter ist. Ja. Immune, macht immer keine Sorgen. Das passt schon. Warum sperren sie ihren eigenen Kumpel ein? Ach, da oben. Ah. Ich bin aber mit meinen Sniper-Skills echt zufrieden. Ich muss sagen, ich bin stolz darauf. Game First 2. Tatsächlich würde ich das aber am meisten fühlen, wenn so das sogar noch was bringt, sag ich mal, dass du gleich ohne zu sterben hier es schaffst. Aber es hier mit den... Was? Oh, komm schon. Kein Schlüssel. Aber ich konnte mal den Hammer-Hai ausprobieren. Den konnte ich in den Modern Wars noch gar nicht antesten. Ja. Aber ich muss sagen, ich hasse ihn. Also ich mag ihn zwar so selber zu benutzen, da sah er gerade ganz cool aus, aber wenn der Gegner mich damit rollt, sag ich mal, dann wäre ich schon manchmal ein bisschen salty. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, man kann das Ziel sehen. Frage ist nur, wo ist der Schlüssel? Ausgänge gibt es viele. Wo geht's weiter? Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen, gebe ich tatsächlich zu. Ich gerade absolut nicht weiß, was ich machen muss. Hä? Bin ich blind? Hä?
Ach Gott, morgen, Lilo. Da vorne. Ich dachte gerade schon, was mache ich denn hier? Aber was. Ach, okay, wenn man Augen im Kopf hat und ein bisschen nachdenkt, geht das schon ohne Probleme. Gut, ich denke mal, ich muss mal gleich wieder nach unten. Das Prinzip, dass du hier alles einfärben musst, um wieder weiterzukommen, finde ich auch ein bisschen komisch. Beziehungsweise, dass du dadurch deine Erfahrungspunkte bekommst, wenn ich hier so eine große Fläche einfärbe. Macht für mich nicht so viel Sinn. Ein geheimes Obergeschoss. Nicht sehr praktisch, aber cool. Warum nicht? Geheimbasis sind doch immer geil. Er schon wieder. Ja, was der Schuss jetzt bringt. Oh. Da sind noch mehr Platten. Könnte ich jetzt schon raus? Rein theoretisch? Ich glaube ja. Ich glaube, jetzt könnte ich tatsächlich schon abhauen. Oder auch nicht. Vielleicht muss ich sogar beides. Die haben mir einmal gerade kurz gesagt, gehabt, ein Geheimnis. Deswegen wäre für mich das auch irgendwie logisch, wenn das, sage ich mal, optional ist. Aber nee, nee, tatsächlich ist das so. Ich muss da vorne das noch aktivieren, damit die Brücke voll ausfährt. Ja, warum sagen die ihnen dann ein geheimes Obergeschoss? Ich dachte, das wäre ein Bonusweg. Ja, gut. Macht den Level zwar ein bisschen länger, aber ich muss wirklich sagen, ist ja nichts, spricht ja nichts dagegen. Ich habe eigentlich nur durch Kopf gehabt, dass man kann ja auch so welche Bonusräume finden. Finde ich immer ganz nett. Okay, Bonusausrüstung gibt auch noch 10 Kugeln. Ist aber jetzt auch nicht so viel. Ja, meine Lieben. Soll ich jetzt noch ein Level machen? Ja, es wird cool. Kommt drauf an, was für ein Level wir noch haben. Eigentlich ging ja nicht so lange. Na, doch, ein Level hätte ich noch schon Bock. Ich finde es auch schön, wie Aioli uns irgendwie verfolgt. Die kleine süße Stalkerin hier. Na, ist mein Fangirl. Wow, wer auch immer diese Statuen erreicht hat, muss ja riesig gewesen sein. Oder so. 1500, hier kommen wir noch nicht weiter. Ich denke mal, das ist das Finale. Gut. Ja gut, machen wir das Level einfach nochmal. So, was ist das hier? Oh nein, Hafen, Schießen, Springen. Ach du Scheiße. Ich kam mit dem Dings gar nicht klar, mit dem Tennsprung. Tennsprung hier, mit dem Ninja-Ding. Oh, das kann was werden. Damit komme ich wirklich gar nicht klar. Das wird lustig. Das wird richtig, richtig lustig. Okay, dann kann ich mich auch festhalten. Ja, so geht ja bisher noch. So, jetzt würde ich mal gerne wissen. Ein Gegner kann ich mich nicht festhalten, ne? Nein, das geht nicht. Aber ein Kisten geht, ja, nee, ist klar. Ein Kisten kann ich mich festhalten, ein Gegner aber nicht. Ja, wie gut, dass es im Online-Modus keine Kisten irgendwo gibt. Also bringt mir so gar nichts. Also hier für den Story-Modus wäre geil, aber im Online-Modus kann ich doch gar nicht damit arbeiten. Ja, das war jetzt gerade dumm.
Weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich ist. Ich muss mal. Ich möchte mich mal irgendwo hier nochmal ranhängen. Weil ich eigentlich nochmal was ausprobieren wollte. Ach, geht das im Online-Modus auch, dass ich eine Wand mich festhalten kann? Nee, wenn ich schieße, ist wieder vorbei. Ah, es wäre so cool gewesen, wenn du quasi dich irgendwo festhalten könntest und einfach von da aus dann runterschießen kannst. Das hätte ich gefühlt. Oh, Gottes Willen, was ist denn das denn hier für ein Parcours, ey? Der ist ja mal anders wild. Ob ich hier gleich den richtigen Weg finde? Also ich meine, es ist cool, hier auf den Ninja zu machen. Durchaus, durchaus. Aber, oh. Ich sage, man heißt Nilo, verkackte Hilfe. Ach Gott, gerade nochmal so gerettet. Ich habe keinen Bock, im Over zu gehen. Puh, ja, wo geht's denn hier lang, ey? Da sind ein paar Samurai. Ich glaube. Das ist weit weg, da komme ich nicht ran. Hier komme ich aber ran. Die muss ich einfach mitnehmen. Ganz schön weit oben. Ich hoffe, du kannst, hast keine Höhenangst. Kurz vor Schnaufpause, eh qualvolle Musikkarte kriegst du oder so. Ja. Ich schau einfach mal. Es macht Spaß, hier rum zu düsen. Aber war hier nicht gerade irgendwo ein Dings? Toll, direkt neben. Schönes Ding, Gilo. Ja. Habe ich mich hier gerade selber mit ins Ausgeschossen. Ja, war nur ein blöder Umweg. Hätte ja sein können, dass hier was Geiles ist. Ach, ganz nach oben will ich aber auch mal. Ich muss hier gerade. Das macht zwar Spaß. Ich glaube, im Online-Modus will ich das Ding hier zwar nicht so oft benutzen. Aber es macht einfach Bock, hier zu erkunden. Ja, hat sich auch geil. Ja, es ist eine coole Aussicht. Das muss man wirklich sagen. Extrem geil. Aber trotzdem. Vielleicht ein bisschen schade, dass man dann nicht schießen kann, während man hier sich durch die Gegend hangelt. Ich glaube, das wäre online noch geiler, aber gut. Ach, ein Scharfschütze. Huch, da komme ich gleich ran. Ja. Da habe ich gepennt. Schön, am Ziel kann ich mich auch festhalten. Ja, gut. Geile Mission, mag ich, aber ich glaube, für einen Online-Mode würde ich damit nicht klarkommen. Ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar schreiben, benutzt ihr den, ich sag jetzt mal, Ninja-Fähigkeit auch im Online-Modus? Ich glaube, ich würde das nicht schaffen. Aber vielleicht habe ich auch einfach keinen Skill dafür und ihr habt den. Beschreibt es in die Kommentare. Und ja, gerne einen Kommentar lassen, ein Däumchen ist ein Träumchen und hoffentlich schaffen wir ihn beim nächsten Mal. Den ersten Boss. Also, bis denne. Ciao.